Und ich grüße euch zur vierten Generation. Wir spielen Pokémon Pearl Edition, wie ihr sicherlich am Titel erkennen könnt. Und ich muss schon vorhersagen, das ist die einzige Generation, wo ich mich am wenigsten auskenne. Abgesehen von der sechsten, die auch noch nicht so lange draußen ist. Und ja, ich habe gerade mal diese Generation in Anführungsstrichen nur fünfmal durchgespielt, ja. Und meistens war es auch die Platin-Edition, also ich habe viermal die Platin-Edition durchgespielt und gerade mal einmal die Diamant-Edition, ja. Und die Pearl-Edition, die habe ich noch gar nicht so richtig gespielt. Und ja, bevor ich mich noch verquatsche, würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Hallo du, freut mich dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Albe. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dir etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Naja, ich weiß nicht, wie viele Pokémon-Let's Plays ich schon durch habe, aber ich glaube, ja. Nein. Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Alles klar. Achso, ich muss hier den Touchscreen ein bisschen drücken. Okay. Keine Infos mehr. Ich weiß, wie es funktioniert. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Wer hätte es gedacht? Hier habe ich einen Pokéball. Den seht ihr momentan nicht. Der ist unter dem Bildschirm. Ja, ich habe ihn jetzt einfach mal berührt. Und das kommt da raus. Egal, es ist ein Mamfaxo. Wir Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. So. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Alles klärchen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Naja, ich bin Hartz IV-Empfänger, lebe von Hartz IV, rauche jeden Tag, schlage Frauen, was man so halt tut. Nein, verrätst du mir, ob du ein Junge oder Mädchen bist? Was bin ich denn? Moment, muss kurz überprüfen. Ah ja, okay, bin Junge. Ja, so, wer hätte es gedacht? Verrätst du mir auch deinen Namen? Ach, ist ja wie Facebook-Anmeldung hier. Nein, was habe ich getan? Nein, ich bin nicht Helge, nein! Was ist das überhaupt für ein Name? Entschuldigung an alle, die Helge heißen, aber ich finde den Namen ein bisschen komisch. So, ja. Okay, ich mach's mit dem Touchscreen. Das seht ihr momentan wieder nicht. K-E-V-I-N. Ich habe mich Kevin genannt. Traditionellerweise. Du bist also Kevin, ja. Sehr schön, du bist also Kevin. Das ist aber mal ein schöner Name. Noch nie Kevin gehört, was? Mein Gott, in welcher Welt lebst du? Ach ja, in der Welt der Pokémon. und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Wie er wohl heißt? Wo soll ich das wissen? Hey Arnold, nein. Bastian Schweinsteiger ist auch ein bisschen ausgelutscht. Ich glaube, ich nenne ihn mal... Boah, wie heißt er denn im Originalspiel? Normalerweise benenne ich die Charakter immer, wie sie im Original heißen, aber ich glaube, hier nenne ich ihn einfach mal... Balzor. So. Ja... Nun, Kevin, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet, die Welt der Pokémon wartet. Hurra! Oh nein, ich bin ganz klein. Wieso? Trotz angestrengter Bemühungen ist das Team nicht gelungen, das seltene, mit eigentümlichen Farben versehene Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados ist bisher nicht von dem entmutigten Team aufgetaucht.
Und damit beenden wir unsere Berichterstattung über die. Über die was? Achso, über die Suche nach dem roten Garados. Jubelstadt TV. Wer das rote Garados wohl entfernt hat? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Gut, aber zunächst, bevor ich anfange, muss ich die Steuerung überprüfen und das heißt, ich pausiere mal schnell. Also, bis gleich. Okay, ich habe meine Einstellungen angepasst und jetzt passe ich die Einstellungen beim Spiel an. Also, Texttempo mache ich immer auf 3. Animation, ein Kampfstil, Tausch, Ton, nehmen wir mal, ja, Stereo ist okay. Belegung passt, Rahmen. Was nehmen wir denn für einen Rahmen? Die sehen alle irgendwie nicht so berauschend aus. Ah, genau, das traditionelle, der traditionelle Rahmen mit diesen, ja, mit diesen Balken da auf beiden Seiten. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist ein schöner Flachbildfernseher. Auf dem Fernseher ist der Titelbildschirm eines Videospiels eingeblendet. So, was spielen wir denn? Mario oder so ein Zeug? Das ist eine Wii-Konsole. Ihr Controller ist eine Wii-Fernbedienung. So, aber heutzutage hat eh jeder eine Wii U. Die Wii ist ja völlig veraltet. Bäh, wir hatten heutzutage noch eine Nintendo Wii bei sich rumstehen. Ist ja ekelhaft. Bäh. So, aus dem Fenster. Aha. Nachbar vergewaltigt die Frau. Okay. Und der X-Knopf öffnet das Menü. Habe ich schon gemacht. So. Oh Gott. Kevin. Balzer war vor kurzem hier und hat dich gesucht. Ich weiß nicht, was er damit meinte, aber er sagte, es gäbe einen Notfall. Ein Notfall? Okay. Dann sollten wir dem unverzüglich nachschauen. Kevin, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest. Aber was? Ah, Satz nicht zu Ende reden, okay? Ah, diese Natur. Und hier steht ein Fettsack. War wohl gerade beim Burger King. Die neue Technologie hat mich glatt aus dem Latschen. Ich meinte, du kannst mit Leuten auf der ganzen Welt spielen. Und das drahtlos. Ja, geh weiter deinen Big Mac fressen. Und hier könnten wir angeln, wenn wir eine Angel hätten. Und hier spiegelt sich unser Spiegelbild. Und es ist, ja, ich spiele es an einem Abend, deswegen ist es hier auch eine kleine Dämmerung momentan zu sehen. So, ich würde sagen, wir schauen uns zuerst die Stadt an. Schauen wir mal nach, was auf dem Schild steht. Zweiblattdorf. Frische und Freiheit. Mann, das klingt wie so ein Werbespruch. Zweiblattdorf. Frische und Freiheit. Naja. Es stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen. Aber sie schließen auch genauso gerne Freundschaft mit den Menschen. Alles klar. Gut, ach schön, diese ganze Umgebung hier. Richtig idyllisch. Alles klar, verdammt, mir fällt gerade auf, ich bin ein bisschen erkältet. Kommt mir so vor, weil ich muss dauernd. Es läuft meine Nase und so, aber ich glaube, das interessiert euch sowieso nicht. Und ich muss auch häufiger jetzt ja, mich ausräuspern. Das heißt, nicht verwundert sein, wenn ich mal kurz auf Stumm schalte, denn dann werde ich räuspern, so wie jetzt zum Beispiel. Okay. Hi, ja, Kevin Balzer hat nach dir gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum ziehst du nicht zu ihm? Was? Achso, nee, ziehen wäre ein bisschen strange. Warum gehst du nicht zu ihm? Zuziehen wäre schon ein bisschen mehr als das, ne? Okay, Haus von Balzer, hier wohnt der Lappen also, okay. Und was ist hier? Ich weiß, wo Balzer wohnt, ey. Du verbirgst? Was lese ich hier für Wörter? Du verbringst viel Zeit mit Balzer. Ihr seid wahre Freunde. Ach, ist das so? Gut, hier ist nichts, bis auf so einen Typ, der uns eine unnötige Info gibt. Und was ist hier in diesem Häuschen? Zweiblattdorf. Das ist kein Dorf. Ein Dorf muss mindestens mehr ha als 4 Häuser haben, würde ich sagen. Das ist gerade mal eine Ortschaft. Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Der Pokémon-Professor ist in den Nachbarort zurückgekehrt. Er soll viele lange weg gewesen sein.
ob er wohl in der Zeit etwas Faszinierendes über die Pokémon herausgefunden hat? Ja, bestimmt. Du, hör mal, Kevin, ich möchte ein niedliches Pokémon haben. Ich schenke dem Pummeluff, wenn ich eins hab. Was ich nicht haben werde, da ich in diesem Spiel keinen Pummeluff fangen kann. Glaube ich zumindest. Okay, was ist hier? Ja, komm, gehen wir ins Haus von Balzer, bevor wir uns noch, huch! Oh nein, Balzer hat mich gebumst. Was? Wie? Oh, hi, Kevin! Hey, ich gehe zum See. Und du auch. Und beeil dich. Also Kevin, ich stelle dir 1 Million Euro, Pokédollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Hat der ADHS oder warum ist er so strange drauf? Oh, ich habe es vergessen. Na, schauen wir mal nach, was der so macht. Hier ist nichts. Bis auf diese Tante da von Balzor. Oh, hi Kevin. Du suchst bestimmt Balzor. Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Was er wohl jetzt wieder vorhat? Yep, der hat ADHS. Hättest du mir auch gleich sagen können, in deinem Dialog. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh hey Kevin, wir gehen zum See. Ich warte auf der Straße auf dich. Ich warte auf der Straße auf dich, yo. 1 Million Pokédollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Nur 1 Million? Das ist ja fast gar nichts, wenn man bedenkt, dass ein Pokéball 200 Pokédollar kostet. Naja, gut. Gehen wir mal dort raus. Und ja. Schauen wir mal nach, was der jetzt so vorhat. Hast du nichts zu sagen? Du sagst doch normalerweise immer was, oder? Kevin, suchst du Balzor? Er hat sich vor einiger Zeit aus dem Staub gemacht. Aber weit ist er bestimmt noch nicht gekommen. Du holst ihn sicher ein. Ja, das glaube ich auch. Oder vielleicht auch nicht, denn der ist noch schneller als Rainbow Dash. So, was ist denn hier los? Hey, du hast doch Nachrichten im Fernsehen gesehen, ja? Du weißt schon, Suche nach dem roten Gyarados. Das geheimnisvolle Auftauchen eines wütenden Pokémons in einem See. Das hat mir doch zu denken gegeben. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt bestimmt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen das Pokémon. Na gut, aber wir haben gar kein Pokémon. Wie sollen wir dann das einfangen? Mit unseren Fäusten erstmal totboxen und dann einen Pokéball, den wir nicht haben, auf ihn schmeißen? Oder wie stellst du dir das vor? Was machen wir, wenn wir das Pokémon begegnen, ne? Ja, nichts, habe ich mir schon gedacht. Er sagt gar nichts. So, okay. Gut, wir kommen hier nicht hoch, da sind solche Banden, die kennt man bestimmt aus älteren Spielen auch noch. Und hier ist der See, hier ist auch das Schildchen. See der Wahrheit voraus, der See der Gefühle. So, okay, let's visit it. Haha, auf zum See, holen wir uns ein rotes Gyarados. Ganz schön optimistisch. Was geht hier vor? Professor, auf der anderen Seite gibt es auch nichts Außergewöhnliches. Moment. Mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als zuvor. Aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Na, Lucia, wir gehen. Professor, wie gefällt es Ihnen, wieder in Sinnoh zu sein? Ach ja, stimmt, wir sind ja in Sinnoh. Willkommen in Sinnoh, habe ich ganz vergessen zu sagen. Nach 4 Jahren muss es... verdammt, das ist Lucias Stimme. Nach 4 Jahren muss es sicher sehr aufregend für Sie sein. Eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Das Land ist wie geschaffen für unsere Studien. Nee, ihr kommt hier nicht vorbei. Ich bin Türsteher. Mensch, Balzor, ich bin enttäuscht von dir. Du lässt ihn einfach durch. Verzeihung, dürften wir mal durch? Verzeihung, wir haben es eilig. Ja, immer diese Eiltätigkeit heutzutage. Was sollte das denn, diese zwei? Ja, die wollen auch ein rotes Gyarados. Ja, wir sind hier nicht die Einzigen. Kevin, sehen wir uns das mal an.
Du, nicht ins hohe Gras gehen? Ach was, das ist kein Problem. Wir werden nicht lang genug im Gras bleiben, um wilde Pokémon anzulocken. Hm, glaubst du, dass sowas geht schneller als man denkt? Was ist das? Ist eine Tasche? Yep. Diese Leute haben sie hier vergessen. Was sollen wir damit machen? Mitgehen lassen. Was denn sonst? Macht doch jeder. Wenn man eine Brieftasche auf der Straße sieht, die jemand verloren hat, dann nimmt man sie doch auch einfach mit, ne? Macht doch jeder. Wir können sie ihnen zurückbringen. Aber wer waren die? Ich habe gehört, wie einer von denen Professor gesagt hat. Ha! Tja, was hast du davon? Fahr, Pokémon! Ach, diese paar starre Lilies. Die prügelt man doch zu Tode. Wir sind gerade mal mehrere Meter größer als sie. Was ist? Also gut, jetzt ist es an der Zeit, sich unseren Starter auszusuchen. Ich habe mich bereits für einen Starter entschieden. Und zwar entscheide ich mich für... Nein, nicht Chellas. Nein, es ist auch nicht Pimflam, es ist Pinfla. So, Starre Lili, du wirst jetzt geplättet von meinem Plinfa. Also, ich greife an mit der Attacke. Was haben wir denn zur Auswahl? Ihr seht es zurzeit nicht, aber wir haben als Attacken Pfund und Heuler. Ich greife an mit Pfund. Und er greift uns mit einer Tackle-Attacke an. Na, diese Starre Lili hat nun Level 2. Ich frage mich, was passiert, wenn wir verlieren. Habe ich noch nie getestet. Würde mich aber immer interessieren. Naja, gut, aber ich möchte jetzt nicht verlieren, sondern natürlich möchte ich hier gewinnen. Tja, dein Geheule, dein Geheule schreckt mich nicht ab. Ich werde dich töten. Stirb! So, gleich ein paar Weiber klatschen hier als Anfang ins Let's Play. Ja, das war ein weibliches Starre Lili. Und wir haben es besiegt. Boah, dein Plinfa ist einfach spitze. Ich habe den Namen nicht so häufig ausgesprochen. Plinfa. Ich muss mich erstmal angewöhnen. Okay. Aber mein Chellast, war viel besser als dein Pokémon. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal uns. Aber wir müssen sie kämpfen lassen. Wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen. Na, du bist jetzt wieder da. Oh, da ist ja die Tasche. Der Professor wäre ganz schön wütend, hätte ich sie verloren. Ich mit meinem schwäbisch-bayerischen Akzent hätte ich sie verloren, naja. Huch, oh nein. Habt ihr die Pokémon hier herausgenommen? Wirklich? Ach du meine Güte, was wird der Professor dazu sagen? Das ist ganz und gar nicht gut. Ich nehme die Tasche lieber mit. Ja, mach's gut. Und die Pokémon gehören jetzt uns. Was sollte das denn jetzt? Das hast du vorhin schon gesagt. Keine Ahnung, was da los ist, Kevin, aber lass uns gehen. Mein Pokémon wurde beim Kampf verletzt. Was? Dein Pokémon wurde verletzt? Meins wurde nicht verletzt, oder? Nee, oder? Ich hab's vergessen. Wenn wir nochmal angegriffen werden, können wir Probleme bekommen. Ja. Und du möchtest ein rotes Garados gleich sehen. Ganz schön dumm von dir. Lass uns gehen. Jetzt auf einmal. Wir müssen diese Pokémon zurückbringen. Sie gehören uns nicht. Aber trotzdem, ich würde zu gerne mehr Zeit mit meinem Pokémon verbringen. Na gut. Dann gehen wir jetzt in Richtung... Wie heißt die Stadt? Die nächste Sandgeme, glaube ich. Ich kenne die Städtenamen auch nicht so richtig. Hey, diese Leute da. Oh, sie starren uns an. Lucy hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Jetzt müsst ihr 1 Million Poké-Dollar Strafe zahlen. Darf ich sie mal sehen, bitte? Plinfa und Chellast. Ah ja, so ist das also. Lucia, ich gehe zurück zu meinem Labor. Ja, Professor, warten Sie auf mich.
ihr solltet mal in unser Labor kommen. Bis später. Ja, mach's gut. Was sollte das denn jetzt? Das hast du schon mal gesagt. Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, warum schreit er uns nicht einfach an? Stimmt. Und wieso will er seine Pokémon nicht zurückhaben? Kevin, lass uns nach Hause gehen. Ja genau, und die Pokémon gehören jetzt uns. Genau, räum schon auf hier. Dafür wurdest du geboren. Was gibt es, Schatz? Wow, das hast du alles erlebt? Ich bin froh, dass es dir gut, dass es dir und bald so gut geht. Der Professor, den du erwähnt hast, ist bestimmt Professor Eibe aus Sandgeme. Ich habe gehört, seine Studien zu den Pokémon sind berühmt. Aber er soll auch sehr einschüchternd sein. Kevin, ich denke, du solltest ihn in Sandgeme besuchen. Du solltest ihm genau erklären, warum du gar keine andere Wahl hattest, als sein Pokémon zu nehmen. Und hab keine Angst. Ich bin sicher, er wird dich verstehen. Oh, ich habe das hier. Ich habe hier noch etwas für dich. Hier, Kevin, zieh die an. Kevin erhält Turbo-Treter. Nach Sandgeme zu gehen ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbo-Trittern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Och nee. Halte den B-Knopf gedrückt und renne schneller als je zuvor. Ziehe deine Turbo-Treter an und gehe neue Abenteuerwege. Na, das ist doch mehr als praktisch. Ja, wie man es nimmt. Also, jetzt haben wir die Möglichkeit hier zu rennen, indem ich B drücke. Na, B! Ah, jetzt B, okay. Also, ich kann jetzt rennen, indem ich B drücke. Das sind die Turbo-Treter. Ja, ein kleiner Adrenalinschub. Allerdings funktioniert es bei mir jetzt gerade nicht so richtig. Denn meine Tasten spacken, glaube ich, ein wenig. Naja. Gut, also, wir rennen nach Sandgeme so schnell wie Bulbasaur gerade eben nach. Ja, zu diesem See gerannt ist. So, und es taucht ein wildes Pokémon auf. Hallo, Staralili. Los, Plinfar. Es hat dieses Mal Level 3. Das letzte Staralili hatte Level 2, also ein deutlich stärkerer Gegner. Und es ist auch männlich, also ein noch ein noch deutlich stärkerer Gegner. Mann, ich muss mich erst wieder hineinfinden in ein Pokémon-Let's Play. Ich habe seit einem Jahr keinen Pokémon-Let's Play mehr aufgenommen. Also von daher muss ich mich erstmal wieder hineinschnuppern in ein Pokémon-Let's Play. So, und gleich haben wir dieses Staralili erledigt. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen Damage durch den Tackle von ihm. Und jetzt werden wir ihn erledigen. Gut. Boah, das gab jetzt viele Erfahrungspunkte. Und unser Plinfar hat fast Level 6 erreicht. Aber wir müssen es sowieso gleich wieder zurückgeben, also von daher ist es sowieso egal, welches Level Plinfar hat. So, was hast du zu sagen? Lässt die Gesundheit deines Pokémons nach und damit seine KP, solltest du in ein Pokémon-Center gehen. You don't say. So, dann geht's hier weiter und ein weiteres Pokémon taucht auf. Ich bin gespannt, welches es sein wird. Bidifas. Verdammt, Bidiza. Ja, ich kenne die Pokémon-Namen auch nicht so richtig. Bei ein paar Pokémon. Also, das ist ein Bidiza. Und ich greife es an mit Pfund. So, dieser Hamster, der wird zu Tode gebitch-slappt. Ja, ich weiß, ich habe viel zu viel Jones Block gesehen. Deswegen verwende ich hier so Ausdrücke wie Lappen, Bitch Slap und so ein Zeug. Oh Gott! Wir haben nur noch 5 KP. Oh nein, gleich fallen wir in Ohnmacht. Wenn der nächste Angriff von Bidiza ein Volltreffer sein sollte, habe ich verloren. Komm schon! Oh, 2 KP, sehr gut. Und der Angriff muss jetzt sitzen. Und? Jawoll! Und jetzt müsste Plinfar Level 6 erreichen. Aber das ist ja sowieso egal. Und Plinfar erreicht Level 6. Juhu. So, mal schauen. Die Werte von Plinfar sind KP 23, Angriff 11, Verteidigung 12,
Spezialangriff 11, Verteidigung, Spezialverteidigung 12 und Initiative 11, also ausgeglichene Werte. Okay. Es darf nicht noch ein Pokémon auftauchen. Okay, gut. Was hast du zu sagen? Dieser Vorsprung kannst du ihn, diesen Vorsprung kannst du herunterspringen. So kommst du schneller nach Zweiblattdorf. Alles klar. Aber zunächst gehe ich in ein Pokémon Center, verdammt. Sie erwartet uns sicherlich schon. Ah, da bist du ja. Bitte, komm mal mit. Der Professor wartet. Und wo ist Balzer? Der hat sich nicht blicken lassen. Unglaublich. Das ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Ach, da ist er. Ich wurde zum zweiten Mal gebumst. Juhu. Was zum... Oh, du bist es, Kevin. Dieser alte Mann. Er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben der Spur, oder? Neben den Schuhen, okay. Ach, was soll's, Kevin. Ich mach mich vom Acker. Bis dann. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Und was war das denn, haben wir auch schon gehört. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. Das ist das Pokémon-Labor von Professor Eibe. Da bist du ja endlich. Du bist Kevin, nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Oder bin ich Kevin? Ich muss mal meinen Personalausweis checken. Verdammt, ich habe den gerade nicht. Ja, aber ich glaube schon, dass ich Kevin heiße. du bist Kevin, nicht wahr? Ja. Zeig mir doch nochmal dein Pokémon. Verstehe. Ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ja, es hat nur noch 2 KP. Das nennst du glücklich? Na gut. Du wirst es sicherlich schon erkennen, denn du bist ja ein Pokémon-Professor, nicht wahr? Naja. Fein, fein. Ja, fein, fein. Dann werde ich dir das Plinfar schenken. Da es nun dir gehört, möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Ja, ich habe bereits eine Spitznamenliste für meine Pokémon erstellt. Und ich habe sogar schon auch das Team vorbereitet, was ich in diesem Let's Play einbauen möchte. Und ich habe beschlossen, ich nenne dieses Plinfar ganz einfach. Warte, lasst euch überraschen, ich benenne es gerade. Ihr seht es zurzeit gerade nicht, aber gleich habe ich es. Moment. Genau, so. Ich habe dieses Plinfar schlicht und einfach. Oh, es bleibt für immer ein Geheimnis, okay. Dann seht ihr es im nächsten Kampf. Nee, ich habe es Waterloo genannt. Ganz einfach, weil dieses Pokémon zu einem Pokémon wird, was eine Anspielung auf Napoleon sein sollte. Und da Plinfar ein Wasser-Pokémon ist und da Napoleon in der Schlacht von Waterloo verloren hat, habe ich es Waterloo genannt. Also Water wie Wasser und Loo. Also der Name Loo. Waterloo. Ganz einfach. Du solltest sehr gut gekämpft haben dafür, dass es dein erster Kampf war. Ich kann erkennen, dass das Band zwischen dir und dem Pokémon wachsen wird. Und darum vertraue ich dir das Plinfar an. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu diesem Pokémon bist. Ja, es hat noch 2 KP, das nennst du freundlich? Mhm. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, ich kann das gar nicht aussprechen. Dann müsstest du mich schlagen, glaube ich. So, pam, egal. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Mein Name ist Eibe. Ach, erst jetzt stellst du dich vor. Unglaublich. Ich studiere Pokémon. Ja, das hast du bereits vor 29 Minuten erzählt. Als erstes möchte ich wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Samen sammeln, wollte ich sagen. Okay. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Ja. Gut geantwortet. Kevin hat den Pokédex erhalten. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, die du triffst. Kevin, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon diese Region zu finden.
Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist. Wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits... Verdammt, das sagt ja nicht Lucia. Ich bin bereits 60 Jahre alt. Und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass unzählige Nervenkitzel auf dich warten. Und nun geh. Kevin, dein erstes großes Abenteuer beginnt. Okay, das erste, das streiche ich. Dein großes Abenteuer beginnt. Mein erstes Pokémon war Pampflam. Ach, das Pflanzenviech. Hättest du dich am See für Pampflam entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Das glaube ich eher nicht. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Ich bin übrigens Lucia. Hi, Lucia. Ich helfe dem Professor bei der Erstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. Ich bin dir nur ein paar Schritte voraus, das ist alles. Ich freue mich schon, dir das ein oder andere zu erklären. Oh nee, ich nicht. Es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Kevin. Ja, mach's gut. Alles klar, gut, ich speichere jetzt meinen Spielstand. Oh nee! Also gut, Kevin, ich bin nun dein Mentor. Ich habe ein bisschen mehr Erfahrung als Trainerin als du. Und da ich ja auch die Assistentin des Professors bin, dann komm mal mit. Na, also hier die Erklärung für euch, die zum ersten Mal ein Pokémon-Let's Play anschauen. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon-Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon-Center. Das Gebäude mit dem blauen Dach dort ist der Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Kevin, du fängst gerade erst an als Trainer. Daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber das sollte dich nicht stören. Oh, fast hätte ich es vergessen, Kevin. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, damit, dass du Professor Elbe bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Nee, ich bin über 18. Ich kann machen, was ich will. Ich bin sogar schon 20, also von daher. Du wirst weit reisen und daher solltest du ihnen Bescheid sagen, finde ich. Aber bevor du das tust, heile zuerst dein Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Ja, arrivederci. Gut, ich heile meine Pokémon und dann beende ich auch schon den Part. Ja, jetzt geh ins Pokémon Center. Also geht doch. Dun, 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 dun. Schöne Musik. Nein, ich fange jetzt nicht an zum Singen. Ich habe mir das abgewöhnt in diesem einen Jahr, wo ich keine Let's Plays gemacht habe. Andererseits habe ich jetzt wieder gelernt zu stottern. Was ihr sicherlich schon gemerkt habt. Naja, heilen wir unsere Pokémon. Und dann beende ich auch schon diesen ersten Part nach der langen Let's Play Pause. Also den ersten Pokémon Part nach der langen Let's Play Pause, sagen wir es mal so. Und im nächsten Part schauen wir uns Sandgemme an und gehen wieder nach Hause und sagen unserer Mutter Bescheid, dass wir auf ein Abenteuer gehen. Okay, voll unnötig, aber gut. Also dann bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Janka LP. Ciao.